Hallo und herzlich willkommen bei ToolTV. Heute zu Gast Roger Hahn von der Firma Stanley Deutschland GmbH. Hallo Roger, grüß dich. Hallo Ralf. Was hast du mir denn heute mitgebracht hier? Was steht hier auf unserer Werkbank hier? Ein neues Stausystem von der Firma Stanley. Erklär doch mal, was ist hier so besonders an diesen neuen Boxen? Ja, das ist unsere neue rollende Werkstatt Lock and Stock für sicheres Aufbewahren, sicheres Stapeln, sicheres Transportieren. Ja. Ja. Wir haben also hier ein Rollsystem. Können wir gleich mal kurz rumdrehen, wo man also hier einmal den Griff versenken kann. Ja, also der wird hier arretiert. Der wird hier arretiert, genau. Ja. Und natürlich zum Fahren wieder rausziehen kann. Ja. Dann haben wir hier oben ein Organizer-System, was variabel und flexibel ist. Ja. Ja. Ich kann also hier die Plättchen herausnehmen, falls ich doch mal etwas größere Teile habe. Das heißt also für Materialien, sprich Verbrauchsmaterialien, Dübel oder Schrauben, kann man hier demnach die Größe einstellen. Genau. Ich kann den Deckel dann hier nochmal zurückklappen und kann dann Schrauben raussortieren. Da sieht man also auch hier den Falz, dass die Schrauben nicht gleich runterfallen oder habe dann hier eine Werkzeugablage. Also sehr interessant. Ich meine, dieser Falz ist ja auch dazu da, denke ich mal. Der setzt sich praktisch in diese Plättchen rein. Genau, und dadurch ist es gesichert, dass die Materialien nicht da rumfliegen. Genau, das ist richtig auch verschließt. Genau. Wenn man also große Metallfliesen. Dann gibt es hier noch eine absolute Neuheit, ist was ganz Besonderes. Habe ich also hier Lagersichtkästen, die der Größe 3 entsprechen. Ja, was heißt das Größe 3? Ja, es gibt ja vier verschiedene, Größe 1, 2, 3, die sich dann im Durchmesser einfach unterscheiden. Was hier besonders ist, dass ich also hier einen Tragegriff habe und dass ich sie verschließen kann. Ach so, das heißt, du kannst also praktisch die Box, du hast jetzt irgendwie reingedrückt, ne? Reindrücken, hochheben, dann ziehen, dann hast du den ganzen Lagersichtkasten in der Hand. Sind 6 Stück in der gleichen Größe, die man dann auch untereinander natürlich auch mal austauschen kann, weil die kann man ja nachkaufen. Also ich sehe auch hier vorne, kann man die auch beschriften. Ne? Das sind Möglichkeiten, um da die Kisten so zu beschriften, dass man auch gleich sieht, was jetzt da drin ist. Genau. Also einfach wieder rein und dann werden die praktisch fixiert, tun sich automatisch dann sind auch mal arretiert, dass sie beim Transport nicht rausfallen. Ganz unten haben wir dann eine Werkzeugschublade, wo man dann also Werkzeuge, sperrige Werkzeuge einsetzen kann. Und das ganze System ist also auf einem Stahlrohrrahmen angepasst. Wie sieht es denn aus mit der Belastbarkeit? Kann man da irgendwie sagen, wie viel Kilogramm man mit diesem... Ja, das kann man also sehr genau sagen. Also man kann verteilt 50 Kilo belasten. Ja. Das heißt, für welchen Handwerkerbereich ist das eine ideale, transportable Boxe? Ja, das ist also überwiegend für den Profi gedacht. Ja. Ja, und der ideale Begleiter zwischen Arbeitsplatz und Arbeitsstätte. Also Innenausbau, allgemeines Handwerk. Also ist jetzt ein ganz, ganz neues System bei euch. Ganz jetzt neu. Ist sofort auch lieferbar. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Ist eine hochinteressante Geschichte. Denk mal, auch unsere Zuschauer werden da, wie gesagt, sehr begeistert sein, dass Stanley sich immer wieder was Neues einfallen lässt. Da bedanke ich mich bei dir, Roger. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's von ToolTV. Tschüss.